Wuhu, Netzprediger, wow, Netzprediger 45 ist da, mit Applaus und Konfetti und einem Gast, Lars Paulsen ist hier. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Hallo. Das kann ich mir denken, denn wir reden viel über Kartoffelsalat aus irgendeinem Grund. Weil es der beste Film des Jahres war. Ja, eben. Und Erfolg auf YouTube, weil wir damit gesegnet sind und so. Abgesehen davon haben wir auch wieder einen Hack der Woche. Adam, was hast du denn da dabei? Ja, Patreon wurde gehackt. Dazu gibt es alle Hintergründe von mir. Das klingt ja mal gar nicht so scheiße. Wollte ich auch noch irgendwie unterbringen. Außerdem haben wir noch zwei schöne Beiträge. Einen von Reik, der sich schöne Tweets von Erika Steinbach angeguckt hat. Dazu schreibt sie sehr bestimmt, dazu braucht es keinen Kommentar. Doch. Und zwar nicht nur von mir, sondern von mehreren Leuten. Leuten, die auf Twitter gefragt haben, wann soll er das bitte jemals gesagt haben? Das Problem ist, dass sich im ganzen blöden Internet keine einzige Quelle finden lässt, die bestätigt, dass der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit so etwas jemals von sich gegeben hat. Und die einzigen Orte, die man im Netz findet, an denen dieses Zitat verbreitet wird, sind, Überraschung, rechte Seiten, die keinerlei weitere Angaben dazu machen, wann oder wo er jemals diesen diabolischen Plan öffentlich gemacht hätte. Und am schärfsten ist dann auch noch die Antwort von Erika Steinbach, woher sie dieses Zitat hat. Hab ich auf Facebook gefunden. Und einen von Klaus Kauka über Bond, über den Bond-Song und Bond-Cover-Version auf YouTube. Wie kommt es, dass jeder Idiot über einen Song herfällt, der noch nicht einmal gut zu sein scheint? Während User frustriert auf der Suche nach dem Original von einem Cover ins nächste stolpern, haben unbekannte Künstler hier die Chance, mit kreativen Interpretationen auf sich aufmerksam zu machen. Hin und wieder sind alternative Versionen sogar viel interessanter als ihre Vorlagen. Das alles jetzt in Netzprediger 45 auf Massengeschmack TV in HD oder als Podcast und ich verspreche, es wird nicht scheiße. Gut!